Abschalten. Und? Bam! Hat einen kleinen Fehler gemacht. Der arme Schnitter. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge RimWorld. Carter braucht, ich sehe hier gerade, Carter braucht eine Behandlung. Warum braucht Carter eine Behandlung? Carter braucht überhaupt keine Behandlung. Er ist zwar verletzt, Verbrennung. Aber sonst sieht Carter ganz gut aus, oder? Eigentlich. Ja, also schon mal vielen Dank an Ziotix HD für das hier. Ich dachte eigentlich, hier stand genau hier, guck mal, da steht die Fähigkeit. Ja, das habe ich noch nie gesehen. Ich habe das noch nie gesehen, ja. Es ist mir einfach durch die Lappen gegangen. Vielen Dank, Ziotix HD, für diesen tollen Einwand. Und außerdem hat sich Thunder05 gewünscht, dass wir ein paar Hennen oder ein paar Hühner zähmen. So, das ist mal eine gute Idee. Ich werde mal jeweils zwei versuchen zu tamen. Und dann richten wir uns. Ich habe mir überlegt, wir machen hier hinten. Wir haben ja eh schon einen Haufen Erde. Vielleicht machen wir es auch hier, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wir werden hier hinten... Ja, vielleicht möchte ich aber das hier auch ein bisschen vergrößern. Ich weiß es nicht. Tja, das ist eine Idee. Wo machen wir denn so einen Hühnerstall? Wo machen wir den Hühnerstall? Vielleicht hier hin? Macht das Sinn? Direkt da, hier, wo alle angreifen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das da Sinn macht. Keine Ahnung. Wir haben immer noch den Wilson, der betäubt ist, der aber jetzt das Orion Exoskelett hat. Das ist schon mal schön. Hat er denn hässliche Umgebung? Ja, dankeschön. Was liegt denn hier eigentlich rum? Was ist das? Erbrochenes von Ray. Ii. Wieso ist denn das nicht gelb? Wieso ist denn das rot? Ach, erbrochenes und Blut, dann wird's orange. Sehr gut. Sehr gut, okay. Was wollte ich denn noch machen? Also wir versuchen die zwei zu tamen. Den Strauß werde ich nicht tamen, ja. Sträuße sind nicht schön, nicht nett. Und Sträuße sind fiese Tiere. Habt ihr schon mal gesehen, wie ein Strauß angreift? Das ist voll übel. Der fängt an zu springen und zu kratzen und zu picken. Und boah, Horrorviecher. Emus sind dagegen gechillt, ja. Emus haben dagegen keinen Stress. Aber genug davon. Jetzt schauen wir erstmal weiter, wie es ihm eigentlich geht. Warum ist er... T trägt ausgefranste Kleidung. Warum? Ich habe doch gesagt... 58 Tiberium-Maske. Willst du mich verarschen? Ich muss schon wieder eine Tiberium-Maske machen wegen dem? Oder wegen der Hose? Ach, wegen der Hose. Wegen der Syngarn-Hose. Habe ich denn noch eine Hose irgendwo? Hat der Blitz eingeschlagen? Naja, egal. Egal. Ich lass mal ein bisschen voranlaufen. Der Ray... Ich muss mir erstmal um Ray kümmern. Was... Ohne Tisch gegessen, Kolonist gestorben. Ja, das ist toll, dass du mir das sagst. Fängt an zu verderben in einem Tag, eine Stunde. Das heißt, in einem Tag und einer Stunde wird er ein bisschen... Also der erste ist dann weg und der zweite dauert noch 5 Tage. Leichte Schmerzen, aber das tut weh und es ist Tag. Leg dich halt wieder hin. Sich Kunst an, statt sich einfach hinzulegen. Ray? Wie viel haben wir denn? 15 Uhr. What? What? Ist der Blitz gerade beim Huhn eingeschlagen? Alter, der Blitz ist auf dem Huhn eingeschlagen. Scheiße, das arme Huhn. Das arme Huhn ist einfach gestorben. Das ist unglaublich. War das einer von denen, die ich tamen wollte? 1, 2, 3, 4. Nee, okay, war es nicht. Meine Güte, repariert Strom. Das ist ja, ich sag's euch, diese ganzen bionischen Verbesserungen sind ja mega krass. Was haben wir noch? Ein Rippenimplantat und nochmal ein Orion-Exoskelett. Ich würde sagen, Schwartenmagen. Nein, ich würde sagen, wen können wir denn noch? Er hat Orion-Exoskelett, der Kater ist auch schon gut drauf, oder? Wie wär's denn mit dem Ray, wenn man Ray mal was geben würden? Bionische Gliedmaßen. Ja, das ist auch total tragisch, oder in der letzten Folge, ist natürlich unser, das ist laut. Moment, ich muss ein bisschen leiser machen. So, ist ja natürlich Riesling gestorben, ja, und ich habe es nicht gesehen, hier wäre Gehirnchirurgie gewesen. Ach, Mann, ja. Aber dazu brauchen wir eh Multi-Analysator, den müssen wir jetzt erst nächstes machen. So, wie sieht es hier oben aus? Da oben wird, oh, hier hat tatsächlich schon jemand weitergemacht. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Er hat sich hier
voll ausgelegt. Ich hoffe, dass wir vielleicht irgendeinen Lucky Punch kriegen mit einem von den beiden. Dass ich tatsächlich einer von den beiden... Guck mal, Gehirnbrandnarbe. What the fuck? Dass sie vielleicht tatsächlich einer von den beiden über einen Lucky Punch bekommen. Keine Ahnung. Schauen wir mal. So, wie sieht's hier aus? Da fehlt ein Stromkabel. Warum fehlt da ein Stromkabel? Ach, da fehlt ein Stromkabel dahin. Wo fehlt noch Stromkabel? Hier fehlt ein Stromkabel, die sind mir egal. Da wollte ich noch mehr Stromkabel machen. Nelly ist an naturelle Tiberium-Vergiftung gestorben. Ja, es ist... Sorry, aber... Was soll ich machen? Ist halt so, aber sie sind amazed by my hospitality. Wer ist das? Fraktion Higella. 0. Und bekommen jetzt gleich wieder minus 10. Er hat auch eine Tiberium-Vergiftung? Ja, toll. Ganz toll. Ah, meine Güte. Aber die lassen immer... Die lassen mir Lebensmittel da, wie blöd. Also ich muss mir da echt irgendwas überlegen, denn das ist eigentlich meine einzige Chance, wie ich tatsächlich schaffe, dass Leute da bleiben. Und ich muss irgendeinen Weg schaffen. Oder oben schon drin? Nein. Ich muss tatsächlich irgendeinen Weg schaffen, bei dem meine Leute durchkommen können. Ja, also... Ich weiß nicht wie. Ich könnte ja hier oben rum noch einen bauen, aber das ist halt ein sehr, sehr weiter Weg. Chief Engard, ja... Mir schon klar. Vielleicht machen wir das mal. Pass mal auf. Wir machen das jetzt mal. Ich werde jetzt hier... Vielleicht hier. Hier. Pass mal auf. Ich mache das jetzt einfach mal. Ja, ja. Ich weiß, dass du nicht gerade amused drüber bist. Das ist eigentlich die einzige Chance, die ich mir vorstellen kann, dass ich das so mache. Und dass die nächsten, die hier kommen, tatsächlich von oben entweder angreifen oder sonst was. Der Vorteil ist... Oh Gott, es sind vier Leute gestorben. Alter. Minus 25. So ein Fuck. Dass wir irgendwie den durchbekommen dann. Ja, 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 ja. Dankeschön. Minus 30. Wie oft willst du noch beleidigt sein? So, dass wir das tatsächlich hier oben irgendwie durchbekommen. Und dann Leute bekommen, weil ich habe jetzt nur noch 6 Leute. Ich brauche langsam aber sicher wieder ein bisschen mehr. Alter Ray, was ist denn los mit dir? In Dunkelheit. Alter. Wirklich, die brauchen hier noch Lampen. Na toll. Ausziehen. Ausziehen. Ist auch eine Idee, ja. Wenn sie noch mehr, noch schlechter drauf. Aber vielleicht lasse ich das einfach mal mit dem Nano-Helm und dem Nano-Zeugs. Was ich auf jeden Fall nicht lassen werde, ist hier meine... Wer ist denn Bauhandwerk? Wilson? Komm, Wilson, mach mal bitte das hier. Hat hier oben weitergemacht, ja. Oder nicht hier, da weitergemacht, ne? Wilson, stopp. Wilson, kannst du bitte, bevor du dich aussuchst, noch das zweite Grab fertigstellen? Wäre das eine coole Idee? Dankeschön. So, habe ich denn eigentlich irgendjemand, der Tierpflege übernimmt? Der Kater. Oh, das ging aber schnell. Oh, das ging aber tatsächlich schnell. Was erforscht man denn als nächstes? Entwässerung? Nee. Wir machen Basic Fuses. Ja, wir machen Basic Fuses. Erstens mal dauern die nicht lang. Und zweitens brauche ich dann sowieso den Multi-Analysator für alles weitere. Den können wir schon mal... Wo ist er? IT-Laboratorium. Wo ist der Multi-Analysator? Der ist bei Diverses, ne? Jo. Oh, schade. Der wird für beide gehen. So ein Dreck. Pass mal auf. Pass mal auf, das mache ich aber dann anders. Das sehe ich nämlich gar nicht ein. Was haben wir? Wir haben noch Sandsteinblöcke. Guck mal an. Ach komm. So ein Dreck. Okay, dann muss ich das ein bisschen umbauen. Ich finde das jetzt... Ich würde das jetzt tatsächlich gern so machen. Sandsteinblöcke. Das macht meiner Meinung nach ziemlich viel Sinn, das so zu machen.
Den Multi-Analysator, weil dann kann ich den Multi-Analysator für beide nutzen, einfach. Und warum denn nicht, wenn ich das schon hier habe? Okay, guck mal, da könnte ich ihn hinplatzieren. Also brauche ich 50 Blastahl, Alter. Ja, dauert wieder ewig. Wie sieht es denn aus mit meiner Verteidigung? Ist meine Verteidigung noch gut? Hier liegen schon jede Menge Leute tot rum. Brandgeschosswerfer, das kannst du mitnehmen. Ich habe hier Blasteigeschütze. Ich habe hier... Wildschwein wurde zahm. Ein Wildschwein wurde zahm! Ja, toll, aber leider am Arsch der Welt. Das heißt, das Wildschwein wird wieder sterben. Mann. Farbige Beleuchtung, automatische Türen. Transportkapseln, Krankenbetten, geothermale Energie. Wäre das eine Idee? Wäre geothermale Energie eine Idee? Ich glaube, ich habe hier unten einen. Relativ nah, in Anführungszeichen, hier. Boah, da muss ich ja alles die Währung hier wegdrängen. Nee, das ist also keine gute Idee. Wir gehen auf Forschung, wir gehen auf... wo gehen wir denn hin? Was machen wir denn? Machen wir vielleicht erstmal Metal Fabrication. Oder machen wir erstmal Drogenherstellung? Wir machen Drogenherstellung. Das ist vielleicht gar nicht so blöd, weil dann würde ich nämlich auch Medizinherstellung bekommen. Das ist vielleicht gar nicht so blöd. Dann machen wir erstmal das jetzt. Waffenmütze. Bakata könnte vielleicht mal einfach die Leichen begraben. Der Doc begräbt jetzt auch den mal. So. Wieso läuft das so langsam? Der Doc? Mach mal das Grab fertig. Wieso läuft der Doc so langsam? Ja, Wildschwein 1 ist gestorben, danke. Vielen Dank, Wildschwein 1. Vielen Dank. Ich nehme mal, pass mal auf, das ist eines Toten. Ist hier nochmal ein Speedskin-Suit? Genau. Auf, dann bekommt der Doc jetzt hier die Speedskin-Suit noch, die zweite. Die ist zwar schäbig, aber... Der müsste noch ein bisschen schneller sein. Warum ist denn der... Ach so, linker Fuß. Richtig, linker Fuß abgeschnitten. Eieieiei. Okay. Oh. Drogenherstellung abgeschlossen. Das ist ja jetzt die Forschungsfolge hier. Also, da brauche ich... Vanzidium. Was brauche ich dazu? Komponenten und Bauteile. Und in Bauteile brauche ich was? Multi-Ionisator. Okay. Hydrokulturen, Sprengsatz, Brandbomben. Selbstgebaute Falle aus Artillerie. Ja, weiß ich nicht. Wir machen mal den Fernseher. Ist zwar relativ uninteressant, aber... Alter, wieso ist denn hier alles wieder... Blockiert durch Eiche. Mann. Wirklich. Ach, guck mal, der Doc. Der Doc macht endlich. Seht euch mal die coolen Floors an. Ja, das ist richtig cool. Das ist richtig cool. Sehr geil, sehr geil. Habe ich denn jetzt einen neuen Tiberium-Anzug eigentlich schon wieder? Nein. Warum nicht? Warum nicht? Weil ich brauche noch 3 Protection Suits. Ray, Carter, genau, 3 dürfen laufen, 3 brauche ich noch. Warum? Warum? Was fehlt denn noch? Was brauche ich dafür? 75 Stahl. Wahrscheinlich kein Stahl da, ne? Doch, 200 Stahl. Pass mal auf, weil das jetzt wieder Prio hat, die Sandsteinblöcke. Das hat auch Prio. Kannst du den nicht bitte jetzt anwerben? Komm schon. Anwerben fehlgestartet. 0,52. Das gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Hat sozial 6. Das ist natürlich auch nicht so. 1%ige Chance. Das ist pff, echt ein Witz. Die jungen Hennen. Geht das kaputt? Nee, Gott sei Dank nicht. Haben wir noch 2 Leichen, die ich nicht begraben kann, weil alles voll ist mit... Das ist unfassbar, guck schon, das ist echt... Das ist unglaublich.
das ist wirklich unglaublich. Wie Gräber ich halt hier unten habe. I can't believe it. Oh, aber irgendeiner, der was versteht davon, der hat ja schon mal Zeugs angebaut, ja? Was haben die also die letzten Tage gemacht? Sehr gut. Sehr gut. Ja! Kater hat junge Hahn erfolgreich getamed und nannte ihn junger Hahn. Yay! Moment mal. Ich habe junge Henne und junge Hahn. Habe ich das andere gar nicht mitbekommen? Ich bin auch so ein Trottel. So, pass mal auf. Wir machen das jetzt Tiergebiet 1. Und wo machen wir jetzt das Tiergebiet 1 hin? Ich würde sagen, fürs Erste würde ich das Tiergebiet 1 mal hier festlegen. Oder eher hier oben. Genau, wir machen hier Tiergebiet 1. Genau. Ja, wir machen da oben Tiergebiet 1. Die Idee ist, gibt es eigentlich diese Zäune? Habe ich den Zaunmod auch? More Fences? Ich glaube, den habe ich nicht gemacht, weil die Fences so bekackt aussahen. Okay. Ja, ist nicht so schlimm. Ich schaue nochmal schnell, wo die Zone ist. Die ist hier. Das heißt, ich baue den jetzt so. Ja, danke. Hier entlang. So. Mich sehen. Passt das? Genau, so. Und dann hier rüber. Na, Mann! Strukturen, Sandsteinwand, genau. Das kann ja ruhig auf einer Seite offen sein. Das muss jetzt nicht zu sein. Würde ich sagen. Aber was ich definitiv machen werde, ich brauche dann hier ein Dach. Warum brauche ich hier ein Dach? Da bitte kein Dach. Ich nämlich Ration an Schnitter. Keinen Fehler gemacht. Der operiert die jetzt? Wie geil! Der geht hier einfach raus, der Kater. Medizin 1? Wieso macht denn der das? Geht es wegen Mechanik? Ist das Handwerk, Mechanik? Abschalten. Und? Bam! Hat einen kleinen Fehler gemacht. Der arme Schnitter. Entfänge Körperteil, linke Klinge. Das machen wir doch nochmal schnell. Modifiziere Schnitter. Zusammenbruch nimmt Droge zu. Ach, na toll. Knallkopf. Na gut, okay. Also wir kommen voran. Ich bin frohen Mutes. Wir haben jetzt erstmal die Tiere getamed, die ich jetzt so schnell Zielgebiet 1 zuweisen muss, sonst gehen die irgendwie hops und sterben. Dann haben wir aber noch ein Problem. Das mache ich jetzt auch in der Folge. Ich brauche nämlich noch eine weitere Anbauzone. Die mache ich wohin? Die mache ich, pass mal auf. Die mache ich etwas überhalb her. Ja, dazu muss ich wahrscheinlich erst Sibirium irgendwie wegmachen. Ach, so ein Dreck, ey. So, auf der Magie noch eine Anbauzone und da werde ich dann Heu anpflanzen. Wo haben wir es denn? Heugras. Denn ich muss ja die Tierchen, ja, die Hennen und die Hühner auch im Winter durchbringen. Und wir haben ja eh schon Herbst. Weiß sowieso nicht, ob ich das schaffe, weil wir haben hier auch nicht so viel Gras. Ja, vielleicht mache ich ja alles als Zielgebiet. Das sehe ich dann schon, wenn es im Winter wirklich knapp wird und die nichts mehr zum Essen haben. Fürs Erste aber, wie gesagt, bin ich froh, dass wir jetzt so gut vorankommen. Wir haben immer noch genügend Stahl, in Anführungszeichen. Ich hoffe, dass jetzt dann bald mal anfängt, einen weiteren Tiberium-Schutzanzug herzustellen. Und ja, wir werden uns weiter modifizieren. Wir werden noch ein weiteres bionisches Plänkel hier machen. Und was auch cool ist, ja, wir haben hier tatsächlich die Tiberium-Raffinerie, die ich wahrscheinlich jetzt erstmal ausschalten muss. Weil die so viel Strom wahrscheinlich zieht. Ich schalte die mal lieber aus und in der nächsten Folge kümmern wir uns darum. Und ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Zuschauen. Und ja, macht das gut. Haut da rein. Ciao, ciao.